Hallo liebe 2a, dieses Video ist zum Thema 1x1. Da habt ihr bestimmt jetzt schon drauf gewartet. Denn das war ja das, was wir vor den Ferien gemacht haben. Einige haben sogar schon ihre ersten 1x1-Prüfungen erfolgreich abgelegt. Und das 1x1 haben wir ja noch nicht, wir haben ja nicht alle Reihen gelernt. Und ich werde euch jetzt mit den Videos helfen, dass ihr wirklich auch alle Reihen lernen könnt und üben könnt. Damit, wenn ihr irgendwann wieder Schule habt, ihr das möglichst schon richtig gut könnt. Denn wenn man das 1x1 kann, muss man danach mit dem 1x1 auch noch andere Aufgaben lösen. Und darum ist es ganz wichtig, dass ihr da ganz fit drin werdet. Dieses Video ist für das 1x1 und das 1x2. Das könnt ihr eigentlich alle gut. Ah, es ist nochmal eine Wiederholung. Und wir fangen erst nochmal an, dass wir die Reihe aufsagen vom 1x1. Also wir zählen bis 10 in diesem Fall. Das machen wir jetzt mal zusammen. Also macht mit. Ich höre euch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist sozusagen die Reihe. Und ich habe euch aber gesagt, ihr sollt unbedingt nicht nur diese Reihe lernen, sondern die kompletten Aufgaben damit, die ganz gut sitzen. Deswegen sagen wir jetzt auch nochmal alle 10 Aufgaben. Auch wenn es langweilig ist, muss das sein, damit unser Kopf merkt, das ist wichtig, das merke ich mir. 1x1 gleich 1, 2x1 gleich 2, 3x1 gleich 3, 4x1 gleich 4, 5x1 gleich 5, 6x1 gleich 6, 7x1 gleich 7, 8x1 gleich 8, 9x1 gleich 9, 10x1 gleich 10. Und ihr wisst, dass man das ganz, 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 ganz oft üben muss. Und wenn man das richtig gut kann, soll man auch üben, dass man alles so ein bisschen durcheinander kann. Zum Beispiel, wenn ich euch sage 4x1. Ja, wenn ihr jetzt 4 im Kopf hattet, ist das richtig. 7x1. Wenn ihr jetzt an den 7 gedacht habt, ist das wieder richtig. 0x1. Ich hoffe, ihr habt jetzt an die 0 gedacht, denn 0 ist 0 mal irgendwas, ist immer 0, egal was dann für eine Zahl kommt. Und wenn man das gut kann, soll man auch üben, dass man das Ergebnis hat und dann sich die Aufgabe überlegt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage 8, dann hast du jetzt hoffentlich 8x1 im Kopf gehabt, denn genau das will ich gerne hören. Und wenn ich sage 3, dann sagst du mir die Aufgabe 3x1 dazu. Und dann ist das auch alles gut und richtig. So, und es soll ja jetzt auch noch um das 1x2 gehen. Das kommt jetzt als nächstes. Wir fangen jetzt erstmal wieder an mit der 2er Reihe. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Die Reihe muss man wissen. Das sind alle Zahlen aus der 2er Reihe. Und wir lernen aber auch die kompletten Aufgaben, auch wieder beim 1x2. Die sagen wir jetzt auch nochmal zusammen. Also mach nochmal mit. 1x2 gleich 2, 2x2 gleich 4, 3x2 gleich 6, 4x2 gleich 8, 5x2 gleich 10, 6x2 gleich 12, 7x2 gleich 14, 8x2 gleich 16, 9x2 gleich 18, 10x2 gleich 20. Das war schon alles. So, jetzt kriegst du noch ein paar Trainingsaufgaben. 3x2, 6, 5x2, 10, 8x2, 16, 0x2, 0,
Und dann noch ein paar Ergebnisse und du sagst mir die Aufgabe. 2 einmal 2. 10. 5 mal 2. 18. 9 mal 2. 20. 10 mal 2. So, ich hoffe, du erinnerst dich an die beiden Reihen. Die anderen üben wir auch noch. Wenn nicht, nochmal schauen, nochmal schauen, nochmal schauen und auch alles ganz oft aufschreiben, denn es ist immer gut, wenn wir die Dinge nicht nur sagen, nicht nur hören, sondern auch noch schreiben, weil wir sie dann sehen und unsere Hand kann sich auch so gut die Dinge merken. Also alles zusammen macht unserem Kopf es leichter, dass wir uns das alles merken können. So, immer schön weiter üben. Bis zum nächsten Video.